Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Imperialism. Wir schreiben schon das Jahr 1851. Wir haben Unmengen an Geld. Wir haben auch mittlerweile viele Truppen. Aber wir haben eine relativ schwache Flotte. Und ich bin mir nicht sicher, ob unsere Truppen ausreichen, um Ordune Stadt zu erobern. Naja, schauen wir mal. Das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall werde ich in diesem Let's Play hoffentlich seine Hauptstadt angreifen können. Seine letzte Provinz eigentlich. Jetzt bin ich noch mit der einen Truppe hier, um Kartei zu beschützen, weil das sind diese drei Landeköpfe. Schauen wir mal, ob sie wirklich landen wollen. Das wäre irgendwie lustig, wenn sie hier landen, weil hier habe ich meine Hauptangriffsarmee stehen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also wenn die da angreifen, dann kriegen sie auf jeden Fall eine auf die Nase. Deswegen würde es mich eigentlich freuen, dass sie das tun. Ich bleibe so lange noch hier, solange noch mein Ingenieur da ist. Einfach deshalb, weil der. Ich will ihn einfach nicht verlieren. Sagen wir es mal so. Dann ziehe ich ihn wieder weg. Dann werde ich darauf ziehen, nach Dunham mit den Truppen. Und von Dunham werden wir dann Ordun angreifen. Hoffentlich. Also in zwei oder drei Zügen. Gut, Ende des Zugs. Ja. Ich weiß, das sind böse, böse Schiffe. Zwei Raider, zwei Ironclads. Oh Gott, ist das schrecklich. Zwei Warships of Unknown Dingsbums. Ja, was soll ich tun? Wir kaufen einfach alles, was wir kriegen, wieder. Und ha, wir haben erneut eine Ironclad versenkt. Diesmal von Deneb. Wenn wir Ordun angegriffen haben. Noch ein Ironclad. Ja, du bleibst da stehen. Ah, die Beachheads sind weg. Aber was greifen sie an? Ach, das da greifen sie jetzt an. Na, das gefällt mir aber gar nicht. Na gut, dann gehst du mal daher. Und du. Was machen wir mit dir? Ihr geht's einmal daher auf jeden Fall. Du gehst da rein. So, und von hier schicken wir jetzt. Dich nicht. Dich und dich auch nicht. Dich auch nicht. Nein. Ach Gott. Warte mal. Dich auch nicht. Dich, dich und dich auch nicht. Euch schicken wir hierher. Wir können noch neun transportieren. Wir haben schon die Typen dort transportiert. Da machen wir das anders. Ihr zurück. Hier bleibt er mal
Da. Okay, wir transportieren von euch nur den General und die zwei dicken Kanonen. Und zwar hierher. Und von euch transportieren wir zwei und dich nicht. Diese vier nicht. Und die bringen wir alle darauf. Und außerdem die restlichen gehen da zu Fuß her. So. Gut, warte mal, dort habe ich glaube ich noch irgendwelche Einser zu bauen. Aha. Ah, da ist noch Obst zum Holen. Irgendwo. Ah, in meinem eigenen Gebiet habe ich da noch einen Haufen zum Ausbauen. So, hier bleibt es hier. Und dann greifen wir gemeinsam dort drüben an. Außerdem müssen wir noch den und den aus. Und wir schicken noch, ja, dich und dich und dich. Auch hierher. Das sollte eine so große Armee sein, dass wir Urdun angreifen können nächste Runde. So, wir brauchen mehr Holz. Waffen haben wir noch zwei. Gut, dann haben wir sowas. Vier bauen wir weiter aus. Und wir machen vier weitere. 41, 20, 20. Ah, das passt. So, wie viel Papier haben wir denn auf Lager? Eines. Da brauchen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr Papier. So. Gut. Und nächste Runde. Ach so. Jep. Ach so, nein. Fast daher. Die machen Kanzel. Und ihr fahrt mir auch da in den Hafen. Du bleibst da im Hafen. So, machen wir das so.
Okay, stell auf. Sehr gut, sehr gut. Wir waren scheinbar schnell genug da. Und tschüss, Sikowski. So, du übernimmst. Sehr gut. Wow. Wir haben zwei von unseren Ironclads verloren, aber er hat irre viel verloren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freunde, ausgezeichnet. Da hat Patagon was verloren. Ist mir auch recht so. Mechanical Reaper, was kann der? From inventor Cyrus McCormick comes this important news at last. A mechanical Reaper that really works. Farmers across the nation look forward to vast labor savings. Okay. Eine Mähmaschine. Ein Mähdrescher. Okay. Mal stehen. Kann es sein, war das die letzte? Das war das letzte zum Updaten. Ich bin beeindruckt. So, wir haben hier jetzt 10 Artillerien. Drei Infanterie, drei Kavallerie, drei schwere und vier leichte Kavallerien, sechs von diesen Scharfschützen und noch sechs Infanterie und einen General. Ob das ausreicht? Ja, okay, kaufen wir, kostet ja nichts. Na gut. Da sind ein Beachhead und noch ein Beachhead. Sind die beide in Tuston? Oder ist der in Pen? Achso, warte mal, ist das noch immer? Na, ist jetzt ein anderer Haxako. Coast Waters in Penta. Und Tuston. Okay, gut, der greift Penta an. Und der Tuston. Naja, gut, soll sein. Tuston akzeptieren wir, wenn sie erobern. Penta mag ich nicht, dass sie erobern, weil da ist gerade mein Ingenieur drinnen. Penta wird verteidigt. So, gibt es da noch andere Schibernackeln, die irgendwas erobern wollen derweil? Nö. Apropos Schibernackeln, wie schaut es bei euch aus? Ihr bleibt jetzt mal stehen. Ja, und ihr greift es da an. Ihr bleibt stehen. Pfeif auf das Pferd. Pfeif auf das Eisen. Ja.
Offen haben wir noch zwei. Das heißt, wir können uns noch so einen Scharfschützen leisten. Ups. Oh, so. Ist besser. Wir haben jetzt tatsächlich zu wenig. Zu wenig Papier. Machen wir das so. Wir produzieren hier 29 plus noch einmal 33. Na okay, wir haben mehr als genug Bretter. Und 40, da produzieren wir 32 plus 15. Okay, auch das ist mehr als genug. Wir brauchen mehr Holz. Jetzt müssen wir wieder mehr Holz ansammeln. Ach, es ist immer das Gleiche. Gut. Hätten wir das geklärt? Nächste Runde. Accept, accept, accept. So, jetzt müssen wir es selber machen. Es sind tatsächlich nicht mehr so viele Artillerien wie das letzte Mal, als ich geschaut habe. Es sind nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Artillerien. Normalerweise sollten wir das mit der ersten Salve erledigen. Gut. Hier. Und hier steht einer von denen. Die restlichen stellen wir quasi in Reserve. Genauso wie die restlichen von denen. Wichtig sind die hier. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Das ist tragisch. So, jetzt stellt sich die Frage, sollen wir gleich in der ersten Runde reinziehen oder sollen wir uns zuerst einmal da positionieren? Ich glaube, wir werden uns da mal positionieren, sodass wir nachher problemloser reinziehen können. Du gehst einmal daher. Die gesamte Kavallerie ist auf der unteren Flanke vereint. So, du bleibst einmal stehen. Du gehst daher. Daher. Tja. Und ist direkt da dahinter.
Du bist doch wieder eingesperrt. Da dahinter. Die Pferde bewegen sich auf jeden Fall vor dir. Okay, das war auch recht, wenn die entgegenkommen uns. So, jetzt haben wir mal zwei auf ihn geschossen. Wie geht da her? Noch einmal zwei geschossen. Geht da her? So, eins, zwei, drei, vier haben geschossen. Fünf, sechs, zwei müssen noch schießen. Ah, okay. Das sind die zwei, die sich bewegt haben. Die schießen nimmer mehr. Ah, der steht noch immer ziemlich bescheuert da. Und die kann man auch nicht angreifen. Gut, soll sein. So, die sind außerhalb. Der ist tot. Sehr gut. Wir müssen sie nicht vernichten in dieser Schlacht, weil... Ah, shit. Muss jetzt weitergehen. Ah, der lebt noch. Mist. Wir müssen sie deswegen nicht vernichten in der Schlacht. Es genügt, wenn sie fliehen, weil sie können nirgends mehr hinfliehen. Somit ist es nicht so tragisch, wenn wir sie nicht vernichten. Aber zumindest so weit beschädigen, dass sie fliehen müssen, sollten wir. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, es ist nur noch eine einzige Artillerie left. Oh nein, doch nicht, da ist ja auch noch eine. Die hätte ich total vergessen. So, sie können nur mit einer Artillerie schießen, sie sind tot. So, die Artillerie hat geschossen. Obwohl ganz tot sind sie wahrscheinlich noch nicht. Okay, wir schießen jetzt einfach rein da.
So, jetzt bringen wir die Infanterie nach vorne. So, ich bleib so einfach stehen einmal. Kavallerie kommt etwas weiter vor. Scharfschützen auch weiter vor. So, es sind noch immer relativ viele da. Du bleibst stehen, du bleibst stehen. Du bleibst auch stehen. Du kümmerst dich mal um den. Du kümmerst dich um den. Kümmerst dich um den. So, den Genau gibt es auch nicht mehr. General sind wir auch, glaube ich, los auf diese Art und Weise. Sehr gut. Stehen bleiben, stehen bleiben. Hierher gehen.
Gut, diese Schlacht gewinnen wir und ich glaube, wir haben nicht mal wirklich einen Verlust gehabt. Ich weiß nicht, ob noch einer stirbt. Kann schon sein, dass einer verstorben ist auf in dieser Schlacht, aber wenn, dann sind nicht allzu viele gestorben. So. Die schießen nicht mehr. Gut, ich glaube, sie sind alle in dieses Array. Wir können Otto übernehmen lassen. Otto von Bismarck, der hier unten rum sitzt. Wir haben wirklich keine einzige Einheit verloren und er hat 25 Units verloren. Das war mal gut gemacht. So sollte das sein. So, wir haben 8 Timber verloren, 4 Coal verloren. Nein, nicht 4 Coal und 34 Furniture verloren. Verdammt. Tatsächlich stört mich das mit der Kohle am meisten. Herrschaften, wir haben Orduna besiegt. Was für eine Schlacht. Zuerst die Artillerie ausgeschalten. Und der Rest war ein Kinderspiel. Gut. Das war mal die Nummer 1. So, wer kommt als nächstes? Ich würde fast sagen, wir werden dann da versuchen, auf die Seite zu kommen, wo Manx war. Und werden versuchen, Manx zurückzuerobern. Your Excellency, I'm pleased to report that the capital has been expanded to accommodate increased diplomatic traffic resulting from the glorious annexation of another great power. We will be able to recruit more workers to the city each turn. Okay. So. Ordun Falls. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Jetzt kommen sie auch wieder nach Cathay. Gut, bevor wir jetzt den nächsten Angriff irgendwo starten, werden wir die mal auf jeden Fall rasten lassen. Hier geht es dorthin, wo es Angriffe geben könnte. Kartei könnte es einen Angriff geben. Vielleicht werden wir einen Teil von den Truppen von dort oben wegziehen. Das ist eine gute Idee, das werden wir machen. Ihr bleibt mal da.
So, wie schaut das bei euch aus? Na, hier bleibt es auch noch da. So, und von euch können wir eigentlich. Nein, warte mal. Einer von den Scharfschützen. Dann. Die Grenadiere, ein Scout, der halt am besten ausschaut. Die drei Artilleries und der General. Die bewegen sich hierher. Und der Rest bleibt hier stehen. Okay. Wir dürften auch Transportkapazität von denen geklaut haben. Wir können jetzt mehr transportieren. So, wie schaut das da aus? Ah, wir können wieder eine kaufen. Sehr gut, sehr gut. Keine Waffen übrig. Mehr Kapazität. Ja, genau, weil wenn man auch, obwohl andererseits, wir könnten eigentlich auch Deneb angreifen, weil da braucht man gar keine Schiffe mehr. Wir haben da ja schon einen Brückenkopf, den wir in, wir haben ja in Partner einen Brückenkopf. Das ist ja urcool, stimmt genau. Ist Sindel mit uns auch im Krieg? Ist eigentlich jetzt alle mit uns im Krieg, eh die ganze Welt. Dann machen wir diesen Kontinenten als nächsten, den mit Deneb drauf und dem ehemaligen Sim. Und das ist eine gute Idee. Das machen wir als nächstes. Schauen wir mal. Chelsea, wenn wir das erobern, haben wir auch gleich viel Kohle. Ist das schön. Und da könnten wir eigentlich auch relativ schnell rübergehen. Das heißt, wir werden unsere Eroberungsarmee einfach darüber setzen und dann eins nach dem anderen weiter erobern. Und zwar als erstes Chelsea. Könnten dann vielleicht sogar als nächstes wirklich Deneb City erobern. Da stehen zurzeit zwei Typen drinnen, nach dem, was wir hier sehen. Das heißt, wenn wir Chelsea haben, ist Deneb nur noch einen Sprung entfernt. Und wenn wir Deneb erobert haben, ist das eigentlich schon aus hier.
Gut. Gut. So, schauen wir uns noch schnell den Status an jetzt. Wir sind Nummer 1 derzeit auf der Welt. Das finde ich gut. Unsere interne Stärke ist die größte, also unsere Innenpolitik ist recht großartig. Diplomatisch sind wir natürlich wieder das Letzte oder noch immer das Letzte. Militärisch auch. Obwohl wir haben das ja jetzt relativ eindrucksvoll bewiesen, dass wir auch mit relativ geringer Streitmacht recht gut sein können. Unsere Marine ist großartig. Unsere Exporte sind Nummer 1 derzeit. Industrie ist immer Nummer 1. Arbeitskräfte sind immer die Nummer 1. Overseas Profits sind immer noch nicht die Nummer 1, aber. Aha, wir haben Ordun dabei überholt. Die waren mal stärker als wir. Interner Transport sind wir auch definitiv die stärksten. Okay, ich glaube, wir haben gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Wir werden als nächstes Chelsea erobern. Steht uns Deneb offen. Und Chelsea ist eigentlich auch eine sehr gute Provinz. Die zu erobern macht eh auch Sinn. Na gut, Herrschaften, dann sehen wir uns hoffentlich übermorgen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schlaft gut und träumt was Schönes.